Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Gojenich. Herzlichen Dank, Herr Professor Gojenich. Ich freue mich, heute hier in meinem alten Heimatdorf zu sein. Es ist immer ein Vergnügen, hier aufzutreten und doch ein bisschen zu zeigen, dass meine nicht ganz so guten Schulleistungen nicht verhindert haben, dass ich wenigstens ein klein wenig aus mir machen kann. Kunst und Mathematik, jene, die mich kennen, wissen, dass ich während der Schulzeit nicht gerade ein großer Freund der Mathematik war. Ich war sehr schlecht, in den ersten Jahren, gegen Ende dann etwas besser. Später dann, als ich technische Kybernetik studierte, war ich eigentlich fast schon ein reiner Mathematiker. Also ich will Ihnen damit sagen, dass man durchaus wenn man mit dem falschen Fuß aufsteht oder vielleicht falsch anfängt mit der Mathematik, später dann doch nochmal eine gewisse, ich sag mal, Freundschaft finden kann. Kunst und Mathematik, da fragt man sich gerne, gibt es eigentlich zwei Dinge, die noch verschiedener voneinander sind? Man glaubt, oder die gesellschaftliche Wahrnehmung ist doch, dass man entweder sich im Schöngeistigen, im Künstlerischen bewegt, im Literarischen oder im Naturwissenschaftlichen, Logischen, Mathematischen. Doch, ich will Ihnen sagen, es ist weit gefehlt. Kunst und Mathematik sind zwei alte Freunde. Und ich will Ihnen sagen, warum. Die antiken Griechen kannten ein Wort, das lautet Techne. Techne bezeichnete die handwerkliche Befähigung, die Kunstfertigkeit, die Kunst, aber auch die Naturwissenschaft und die Möglichkeit oder die Art und Weise, mit den Göttern zu sprechen, durch Rituale, durch Opfergaben, durch Beten, all das war Techne. Und jemand, der etwas beherrschte, war der Techne mächtig. Die Techne ist heute das Wort, aus dem wir das Wort Technik gebildet haben. Und die Technik ist also auch ein vielseitiges Wort. Die Technik kann heißen Hightech, moderne Smartphones, moderne Computer, Internet und so weiter. Die Technik ist aber auch beispielsweise die Art und Weise, wie ein Künstler vielleicht den Pinsel schwingt und Farbe auf Leinwand anbringt oder wie ein Künstler vielleicht Material von einem Steinblock entfernt, um daraus eine Skulptur zu machen oder Material irgendwo hinzufügt, um eine Plastik herzustellen. Also das ist auch Technik. Die Technik spielt auch eine Rolle im Sport beispielsweise. Mit der falschen Technik kann ein Skispringer nicht weit springen und ein nicht so kräftiger Boxer kann trotzdem einen Kampf gewinnen vielleicht, wenn seine Technik gut genug ist. Also die Technik ist heute ein wichtiges Thema. Die Technik basiert oftmals auf Mathematik und die Technik ist wichtig für die Kunst natürlich auch. Der antike Philosoph Platon, den sicherlich einige schon kennen, der gab sogar bestimmte Ebenen von Kunst, von Techne an. Es gab die niederen Künste und es gab die höheren Künste. Und bei Platon ist beispielsweise das, was wir heute Ingenieurstechnik nennen würden, die höhere Kunst, weil sie praktisch ist, weil sie nützlich ist. Jemand, der einen Tempel bauen kann oder ein Haus, ist mehr wert als jemand aus Sicht Platons. Ich will jetzt hier keine eigene Wertung abgeben, ich will Ihnen die Wertung Platons sagen. Platon sagt, okay, die Ingenieurstechnik, die Ingenieurskunst ist wertvoller, weil man eben in einem Haus, wenn ein Haus bauen kann, einen Stuhl bauen kann, den man tatsächlich benutzen kann. Während der Künstler, also der, den wir heute Künstler nennen, der vielleicht malt oder Skulpturen macht, etwas herstellt, was aus seiner Sicht nutzlos ist. Denn, naja, auf einem gemalten Stuhl kann man nicht sitzen, aus einer gemalten Traube kann man keinen Wein machen und mit einem gemalten Schwert kann man die Stadt nicht verteidigen. Also, dennoch, Techne ist zwar eins, beide Arten sind da, die Technik und die Kunst und natürlich damit auch die Mathematik, aber bei Platon ist eins mehr wert als das andere. Ich will Ihnen aber sagen, dass es aus meiner Sicht zumindest unangemessen ist und heute es kein Fachgebiet gibt oder geben darf, das wertvoller, besser oder wichtiger sei als das andere. Natürlich braucht man die Philosophie genauso sehr wie die Physik. Natürlich braucht man die Linguistik genauso sehr wie die Mathematik und so weiter und so fort. Aus dem ursprünglichen Technikbegriff bildeten sich
in der späten Antike und dann in der frühen Neuzeit die sogenannten sieben freien Künste. Die sieben freien Künste waren die drei Künste der Sprache, nämlich die Grammatik, die Rhetorik und die Dialektik und die vier Künste der Naturwissenschaft, die Arithmetik, die Geometrie, die Musik und die Astronomie. Also die Mathematik steckt hier bereits begrifflich schon in der Definition der Künste drin. Das muss man dazu sagen. Die Frage ist nun, was ist denn nun Kunst? Ich kann Ihnen keine abschließende Antwort auf diese Frage geben. Eine abschließende Antwort gibt es nicht. Ich will Ihnen ein paar Beispiele und ein paar Beispiele von Kunstdefinitionen geben, die Ihnen vielleicht helfen zu sehen, wie man überhaupt diesen Begriff werten und verstehen kann. Es ist allerdings nicht so, dass diese Begriffe eindeutig wären oder unumstößlich wären. Aber um zu zeigen, wie Kunst und Mathematik zusammenhängen oder in welchem Verhältnis sie stehen, muss man natürlich erst die beiden Begriffe mal noch etwas definieren. Ich versuche es nicht allzu langweilig zu machen. Was ist denn nun Kunst? Manche Künstler, Kunsttheoretiker oder Kunsthistoriker würden vielleicht sagen, Kunst kommt von Können. Das ist plakativ, unangemessen und absolut nicht zeitgemäß. Denn man kann natürlich heute auch Kunstwerke machen, die gerade darauf abzielen, aus der vollkommenen Unfähigkeit entstanden zu sein. Im Museum für moderne Kunst gab es letztes Jahr eine eigene Ausstellung, in Wien gab es letztes Jahr eine eigene Ausstellung genau zu diesem Thema. Kunst kommt vom Können, aber doch. Denn das mittelhochdeutsche Wort Kunst hieß nichts anderes als Können. Begrifflich also sind wir schon dabei. Schauen wir uns aber mal noch ein paar Kunstdefinitionen an. Bei Martin Heidegger ist Kunst das, was in einem Kunstwerk west. Ich will jetzt nicht stundenlange philosophische Diskussionen anstoßen, aber das, was im Kunstwerk west, heißt, die Kunst ist das, was die eigentliche Natur eines Gegenstands herausarbeitet. Also nicht nur, wie er aussieht, sondern was in seinem tiefsten Herzen steckt. Das ist bei Heidegger die Kunst. Da gibt es ein gutes Buch dazu. Sie haben übrigens im Handout am Schluss noch eine Literaturliste, falls es Sie interessiert, können Sie da gerne auch noch mal nachlesen. Bei Walter Benjamin muss man sagen, gibt es noch Kunstkritik, die eher an Technikkritik grenzt. Das möchte ich gerne später noch bringen. Und Max Bense ist auch ein sehr bedeutender Kunsttheoretiker, der sagte, ein Kunstwerk ist in Kommunikationszusammenhang gesetzte Anordnungen von Zeichen. Das ist unheimlich kompliziert, das brauchen Sie sich nicht auswendig zu merken. Sage ich nur deswegen, um den mathematischen und auch technischen Aspekt der Kunst in dieser Kunstdefinition auch herauszuarbeiten. In Kommunikationszusammenhang gestellte oder gesetzte Anordnung von Zeichen könnte zum Beispiel sein die Partitur eines Musikstücks, eines Orchesterstücks. Das ist nichts anderes als Zeichen, die kommuniziert werden, die gespielt werden, die vorgespielt werden oder auch nicht, die irgendwie kommuniziert werden. Das ist bei Bense Kunst und ich benutze diese Kunstdefinition sehr gerne, deshalb, weil sie auf alle Kunstformen zutrifft und nie oder nichts, was man den Kunst nennen könnte, außer Acht lässt. Ein Beispiel von in Kommunikationszusammenhang gesetzte Anordnung von Zeichen. Da könnte man John Cages Musikstück 433 nennen. Niemand lacht, deswegen kennt es wahrscheinlich niemand. 433 ist ein Stück für Piano in drei Sätzen, in drei Akten und es klingt so. Das war es ungefähr, so klingt es. Das heißt, der Pianist kommt rein, spielt 4 Minuten 33 Sekunden lang nichts und geht dann wieder. Das ist diese Dinge sind Kunst. Und vielleicht, wenn wir später noch über Kunst diskutieren, darf ich anmerken, ja, wenn es im kunsttheoretischen Diskurs steht oder wenn es von künstlerisch interessierten Menschen oder der künstlerisch interessierten Gesellschaft diskutiert wird, dann ist es deswegen bereits Kunst. Und abschließend nochmal zur Definition. Juristisch gesehen ist ein Kunstwerk das, was einer, der sich selbst Künstler nennt, als Kunstwerk bezeichnet.
Punkt. Wenn Sie von sich sagen, Sie sind Künstler oder Künstlerin und sagen, das ist jetzt Kunst, ist es Kunst. Und dann gibt es aus juristischer Sicht überhaupt keine Diskussion mehr. Die Frage ist, Kunst muss man nicht mögen, Kunst muss man auch nicht unbedingt verstehen. Manche Kunst ist so gedacht, dass man sie nicht verstehen kann. Ein Begriff vielleicht noch zur Ästhetik. Das Wort Ästhetik wird gerne oft verwendet und fast immer falsch. Ästhetik ist nicht, hat nichts mit Schönheit zu tun, sondern Ästhetik ist die Theorie der Wahrnehmung. Einfach nur, um klar zu machen, was mit diesem Begriff gemeint ist, wenn ich ihn später verwende. Den Zusammenhang, genau, ich gebe einfach mal ein Beispiel, ein kleines Bild. Das ist Jan Vermeer, Allegorie des Glaubens. Wir sind noch nicht bei der Mathematik, wir sind immer noch ein bisschen bei der Kunst. Wenn man dieses Bild anschaut, es ist Öl auf Leinwand. Öl auf Leinwand, ja. Dann sieht man natürlich, dass die handwerkliche Befähigung bei diesem Kunstwerk außerordentlich wichtig war. Aber wenn man sagt, Kunst kommt von Können, dann muss man fragen, können wir denn verstehen, was der Künstler uns damit sagen will? Es gibt jetzt keine langwierige Interpretation dieses Kunstwerks, aber als ich in der Kunst Geschichte, also als ich noch ein Semester Kunstgeschichte studiert habe, fragte mich mein Professor zu diesem Bild, welche Seite hat diese Frau aufgeschlagen? Es ist wahrscheinlich das Johannesevangelium, aber egal. Also darüber kann man auch streiten. Aber eben Kunst kommt vom Können. Man muss dieses Werk zum Beispiel verstehen können. Das könnte man auch als Kunstdefinition verstehen. Welche Seite ist aufgeschlagen? Ja, wahrscheinlich die Bekehrung von Saulus zum Paulus. Warum können wir gerne in der Diskussion später noch anschließen? Nun, was ist eigentlich Mathematik? Quelle unsäglichen Leids? Vielleicht eine Naturwissenschaft? Was ist Mathematik? Man meint eigentlich, dass diese Frage leicht zu beantworten sei. Das ist leider nicht so. Die Mathematik ist keine Naturwissenschaft, definitiv nicht, denn um eine Wissenschaft Naturwissenschaft nennen zu können, muss sie sich mit der Natur beschäftigen. Die Biologie beschäftigt sich mit der Natur, die Nuklearphysik beschäftigt sich mit der Natur, also ist sie eine Naturwissenschaft. Die Mathematik ist das nicht. Die Mathematik ist ein auf der antiken griechischen Logik basierendes Argumentationskonstrukt. Ja, wir haben in der griechischen Logik haben wir wahr und falsch, wir haben richtig und nicht richtig. Wir haben bei Aristoteles das Wahre, das Schöne, das Gute. Und das ist das Fundament, auf dem die Mathematik fußt. Die Mathematik hat als einen ihrer Handwerkszeuge das Rechnen. Aber das ist nicht alles, was in der Mathematik steckt. Die Mathematik ist ein Werkzeug für die Naturwissenschaften, denn die Naturwissenschaften betreiben nichts häufiger als die Modellbildung. Es geht darum, in der Naturwissenschaft geht es darum, eine Beobachtung zu machen und diese Beobachtung zu verstehen. Und um diese Beobachtung zu verstehen, muss man ein Modell bilden. Ein Modell kann heißen, man baut es nach. In der Archäologie, Sie werden mir da sicherlich zustimmen. In der Archäologie gibt es oftmals auch bei Studenten Aufgaben der experimentellen Archäologie. Ich weiß, dass in den Niederlanden häufig die Archäologie oder Paläontologie Studenten sich Lederwämse anziehen müssen und dann einfach mal im Herbst in der Wildnis überleben müssen mit den Dingen, die sie, naja, aus der Steinzeit eben, oder die aus der Steinzeit bekannt sind, um zu überprüfen, ob die Thesen, Hypothesen denn überhaupt wahr sind, ob die Herstellung von Pech, wie man vermutete, dass die Steinzeitmenschen Pech hergestellt haben, ob die tatsächlich auch so funktionieren. Also das ist auch eine Modellbildung. Aber die einfachste oder sage ich mal, die universalste Form der Modellbildung geschieht eben durch die Mathematik. Und wie wir aus den Naturwissenschaften wissen, können wir viele Beobachtungen anhand von mathematischen Modellen nachbilden. Also bildet die Mathematik ein Verhältnis des Werkzeugs zur Naturwissenschaft,
Sie wird verwendet und sie wird auch weiter durch Naturwissenschaften weiterentwickelt. Sie sind nicht getrennt voneinander. Das ist etwas, das ohnehin sehr traurig ist, dass die Wissenschaften sehr oft voneinander sehr stark getrennt werden, was sie nicht sollten. Denn keine Wissenschaft, wie ich eingangs sagte, ist besser oder wichtiger als die andere. Wir brauchen alle Wissenschaften. Die Philosophie hat natürlich auch so ihren Beitrag zur Mathematik also in der Gegenwart und in der Neuzeit geliefert, zum Beispiel durch Gottfried Wilhelm Leibniz, der sein Binärsystem entwickelte. Und das Binärsystem ist das, wie Sie sicherlich wissen, worauf die heutige Digitaltechnik fußt. Also ohne diese philosophischen Überlegungen hätten wir heute dieses Grundfundament aller Rechnertechnik, wie sie heute existiert, aller Internettechnologie nicht. Das heißt, es war eine mathematische Idee, die das Fundament für eine Technologie geliefert hat, die heute auch ein Fundament für vieles, naja, für vieles in der Kunst ist. Es gibt im Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe das größte, bedeutendste Zentrum für Medienkunst in Deutschland. Kann ich allen Anwesenden und allen Menschen überhaupt nur empfehlen, mal zu besuchen. Es ist ganz exzellent und hat sicherlich die eingängigste und interessanteste Kollektion aus technischen Kunstwerken, die ich zumindest persönlich kenne. Noch eine kleine Anekdote. Warum ist Kunst manchmal so teuer? Das werde ich oft gefragt. Das gehört jetzt nicht unbedingt zum Thema, aber ich frage, das werde ich gerne gefragt, deswegen will ich das einfach mal loslassen, dass Sie hier auch nicht einschlafen. Es ist so schön dunkel und gemütlich hier. Warum ist Kunst manchmal so teuer? Natürlich in diesem Fall, weil es rar ist. Dieses Bild gibt es tatsächlich nur einmal. Jan Vermeer ist vor langer Zeit, vor mehreren hundert Jahren gestorben. Und deswegen kann es natürlich nicht nochmal wiederhergestellt werden. Und natürlich, hier steckt auch sehr viel Arbeit dahinter, also wirklich handwerkliche Arbeit. Dieses Bild dauerte, wenn ich mich recht entsinne, etwas über 2 Jahre in der Herstellung. Das ist also auch, steckt auch, also auch viel Arbeit drin. Warum kostete dann höchstwahrscheinlich dieses Bild ungefähr 150 Millionen US-Dollar? Das ist Jackson Pollocks Number 5. Und es ist nicht nachgewiesen, dass es tatsächlich so viel kostete, da der Käufer anonym blieb und nichts rausrückte. Aber es gibt ähnliche Bilder. Mark Rothkos White Center zum Beispiel kostete 80 Millionen Dollar. Und es ist, sage ich mal, von einem ähnlichen Genre. Warum ist Kunst manchmal so teuer? Ja, das liegt einfach daran, dass jemand bereit ist, so viel Geld dafür zu bezahlen. Das ist wirklich die ganz banale und einfache Antwort. Deswegen ist es so teuer, weil jemand es zahlt. Wenn es niemand zahlt, ist es nicht so teuer. Wenn man auch nochmal, ach, vielleicht nochmal zum handwerklichen Begriff. Das ist ein wunderbares Bild, meiner Auffassung nach. Aber ich würde nicht 150 Millionen US-Dollar hinlegen. Ich habe auch keine 150 Millionen US-Dollar. Selbst wenn ich die hätte, würde ich es nicht tun. Aber man könnte jetzt fragen, Kunst kommt von Können, ja, wo bleibt denn hier die handwerkliche Befähigung? Das ist doch nur Geschmier. Das ist nicht ganz richtig. Jackson Pollock hat die sogenannte Action Painting Bewegung, sage ich mal, entweder gegründet oder maßgeblich mit beeinflusst. Wer genau jetzt was erfunden hat, ist immer so eine Streitsache bei Künstlern. Jedenfalls ging es Action Painting, das heißt, die Herstellung des Kunstwerks bereits war an sich bereits eine künstlerische Handlung. Er stach ein abgeschrägtes Holzbrettchen in einen Topf verdünnter Ölfarbe und verteilte das mit großen, weiten Bewegungen so auf der Leinwand. Es gibt übrigens einen guten Film namens Pollock zu diesem Thema. Warum ist es deswegen Kunst? Weil es eines der am viel diskutiertesten Gemälde ist, die es gibt. Was vielleicht sicherlich auch mit dem Preis zu tun hat. Ja, gut, kommen wir vielleicht zum Thema Kunst und Mathematik. Es mag befremdlich klingen, wenn ich behaupte, dass Kunst und Mathematik zwei alte Freunde seien. Das kann ich gut verstehen, da ich mich auch sehr gut daran erinnern kann, wie ich früher große Schwierigkeiten hatte in Mathematik, um zu verstehen, was diese ganzen merkwürdigen Zahlen und Formeln überhaupt bedeuten. Ich kann die Schwierigkeit nachvollziehen, ich will Ihnen aber auch ein bisschen
wenn Sie eine haben, die Abneigung vor der Mathematik nehmen, denn Mathematik kann wunderschön sein. Ja, zunächst einmal, Techne, das Wort hieß ja auch Kommunikation mit den Göttern. Pythagoras kennen Sie hoffentlich. Aus dem Satz des Pythagoras, wissen Sie was? Der Satz des Pythagoras ist so ziemlich das einzige der abendländischen Wissenschaft und Kultur, die Pythagoras nicht sonderlich beeinflusst hat. Der Satz des Pythagoras ist nicht von Pythagoras. Den kannten die antiken Ägypter schon 1000 Jahre vor seiner Geburt, vielleicht sogar schon länger. Pythagoras war wahrscheinlich der Erste, der diesen Satz bewies, dass er wirklich wahr ist. Pythagoras hat etwas viel Wichtigeres getan, nämlich er suchte nach dem tiefen Grund der Welt, nach dem Grundharmonie, nach den göttlichen Gedanken, nach dem Ursprung der Welt, nach dem Sinn des Lebens, könnte man sagen, nach den heiligen Harmonien, wie er sie nannte. Und er glaubte, diese heiligen Harmonien in Zahlenverhältnissen zu sehen. Also er versuchte, den Willen der Götter, was die Götter dachten, in den Zahlen zu sehen. Und das tat er, indem er eben nach Harmonien suchte. Und wo sucht man Harmonien am einfachsten? In der Musik. In der Musik kann man, oder beim Hören kann man am einfachsten erkennen, ob etwas harmonisch klingt oder disharmonisch. Jeder Mensch kann das sofort hören, egal ob er geschult ist in Musik oder nicht. Man weiß sofort, ob es harmonisch klingt oder nicht. Also nahm Pythagoras ein Monochord und spannte ihn auf ein Holzbrettchen auf. Also ein Monochord ist ein Holzbrettchen, auf das eine Saite aufgespannt ist, auf dem an einer Seite ein Gewicht nach unten hängt, das die Saite spannt. Wenn man die Saite nun anschlägt, schwingt sie und klingt mit einem gewissen Ton. Und er fand dann in verschiedenen Unterteilungen der Saite mathematische Verhältnisse, die zueinander passten, die also harmonisch und rein klangen. Somit entdeckte Pythagoras die nun aus seiner Sicht heiligen Harmonien, namentlich die Oktave, die Quint und die Quart, weil die in jeder Kultur tatsächlich, in jedem Land, jeder Kultur, bei jedem Menschen, egal, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, immer rein klingen, während eine Sekunde, None oder Sept immer schief klingt. Ich muss noch dazu sagen, dass die antiken Griechen auch die große und kleine Terz als disharmonisch empfanden, aber die Quarten, die Quint und die Oktave klingen immer rein für alle Menschen. Auch wenn sie in die asiatische Musik hineinhören, in die indische, chinesische, japanische, auch dort gibt es diese Tonschritte. Jedenfalls hat Pythagoras nach dem seinen Sinn des Lebens gesucht und dabei nebenbei versehentlich die abendländische Musiktheorie erfunden. Wenn Sie Mathematik in der Kunst suchen und ein eingängiges Beispiel haben wollen, schauen Sie beispielsweise in den Fugenwerken von Johann Sebastian Bach nach. Die sind sehr, sehr mathematisch. Es gibt sehr viele, also sehr eingängige und sehr klare mathematische Verhältnisse, die man darin sehen kann. Ich kann Ihnen ohnehin so oder so empfehlen, auch wenn Sie sich nicht für Mathematik interessieren, Bach anzuhören. Das ist auf jeden Fall niemals eine Zeitverschwendung, nach meinem Empfinden jedenfalls. Jawohl, also Pythagoras fand die heiligen Harmonien und suchte im Klang der schwingenden Saite nach harmonisch anmutenden Verhältnissen. Nun fragt man sich, was hat das mit der Freundschaft zu tun? Natürlich ist in dem Fall die Philosophie, die Mathematik und die Physik fast schon eins. Und ich kann sagen, dass dass die Mathematik dann sicherlich eine Freundin der Physik und der Naturwissenschaften ist. Die Physik sagt übrigens auch, also die Zahl 2 beispielsweise ist die Frequenzverdoppelung und das ist die Oktave. Das ist nichts anderes als das. Ich will Ihnen jetzt keine Zahlenverhältnisse aufzählen. Man könnte das notfalls auch nachlesen in einem Buch von Theo Reiser. Das heißt, das Geheimnis der pythagoreischen Tetraktis ist auch in der Literaturliste zu finden. Also natürlich hört man mathematische Zusammenhänge als kundiger Hörer, gerade in der Musik des Barock, muss sie aber nicht unbedingt hören. Aber trotzdem denkt man wieder dran an die Kunstdefinition von Max Bense, dann sieht man, in Kommunikationszusammenhang gebrachte Anordnungen von Zeichen sind
aus diesen, aus seiner Sicht jedenfalls, Kunstwerke. Jawohl. Natürlich muss man die Musik, die Mathematik auch als eine Freundin der Kunst des Spätmittelalters und der Renaissance sehen, da die Mathematik natürlich die Kunstproduktion an sich auch sehr stark unterstützt hat. Betrachten Sie vielleicht dieses Bild, es stellt Otto den Dritten dar. Der Künstler ist mir nicht bekannt. Im Mittelalter und in der Antike, bereits im antiken Ägypten, benutzte man bei Gemälden, Zeichnungen häufig die sogenannte Bedeutungsperspektive. Das heißt, das, was am wichtigsten war, wurde groß dargestellt und das, was weniger wichtig war, wurde klein dargestellt. Und hier ist natürlich der König der Wichtigste, der wird nahezu doppelt so groß dargestellt als die Höflinge, die außenrum stehen. Oder vielleicht kennen Sie auch andere Bilder im Book of Kells beispielsweise, das im Trinity College in Dublin zu finden ist. Es sind auch sehr viele wunderschöne Gemälde und Zeichnungen zu finden. Da sieht man einen Ritter, der auf einer Burg steht und auf einem Burgturm steht und der Ritter ist dreimal so groß wie der Burgturm. Das ist die Bedeutungsperspektive. Es ist keine Wertung, das ist natürlich einfach eine andere Philosophie zu zeichnen. Aber dann in der frühen Neuzeit entdeckte Filippo Brunelleschi während eines Spaziergangs in der Stadt Rom ein bestimmtes System, ein Verhältnis, das er vorher in der Theorie noch nicht kannte. Nämlich als er eine antike römische Ruine betrat. Und zwar die Fluchtpunktperspektive. Die Fluchtpunktperspektive zielt darauf ab, dass Linien im dreidimensionalen Raum, die parallel sind, sich an irgendeinem Punkt schneiden. Und sämtliche parallele Linien, also sämtliche Linien, die zu diesen hier parallel sind, schneiden sich genau in einem Punkt. Das ist ein mathematisches, geometrisches Prinzip, das dazu dient, nun, das dazu dient, eine korrekte perspektivische Konstruktion zu machen. Bei der perspektivischen Konstruktion oder bei der Fluchtpunktperspektive, wie man sie auch nennt, zielt man ja nicht mehr darauf ab, etwas Bedeutenderes größer darzustellen, sondern man will möglichst den Eindruck erwecken, als würde man da stehen. Also man will den Eindruck, der ein echter Beobachter in der Szene hätte, herstellen. Wenn Sie da einen Menschen haben und er ist näher dran wirkt, dann ist er natürlich größer, als wenn er weiter weg ist. Nun, die Mathematik ist also hier keine Quelle der Angst, sondern einfach ein einfaches Werkzeug und ein Hilfsmittel für die Kunst. Die Architekturstudenten müssen alle, meines Wissens zumindest, die Fluchtpunktperspektive auch per Hand üben und beherrschen, bevor sie sich an die computerbasierten CAD-Architektursysteme wagen dürfen. Hier ist nochmal ein Bild von Bach. Ja, das habe ich alles schon gesagt eigentlich. Mathematik, Musik, ach genau, ich möchte noch einen Philosophen zitieren, den ich kenne. Manfred Schlapp ist ein österreichischer Philosoph, der übrigens auch sehr interessante Thesen zur Gegenwart liefert. Also das ich kann die Lektüre seiner Arbeit nur empfehlen. Also Manfred Schlapp sagt, Musik ist gehörte Mathematik. Musik ist Mathematik. Also somit sind wir nicht mal mehr beim Freundschaftsverhältnis zwischen Kunst und Mathematik, sondern in einer Identität. Eine Künstlerin, die ich immer sehr gerne nenne, ist Martina Schettina, eine österreichische Künstlerin, die interessanterweise auch Professor für Mathematik und Physik ist. Sie zeichnet und malt häufig gerne und wunderschön mathematische Systeme, mathematische Konstrukte, Formeln und Zusammenhänge. Hier haben wir den goldenen Schnitt. Sie malt den goldenen Schnitt. Hier sind auch noch Schriftzeichen zu sehen drauf, die müssen Sie nicht lesen können. Das Bild kann man dann richtig interpretieren und auch genießen, wenn man es im Original sieht. Die Reproduktion hier ist nicht möglich, das hier vernünftig hier zu reproduzieren, leider. Jedenfalls, sie zeigt den goldenen Schnitt als mathematisches System. Sie zeigt ihn aber auch als Gegenstand der Kunst. Also hier ist die Mathematik nicht ein Hilfsmittel, nicht eine Freundin der Kunst, sondern wirklich ihr eigentlicher Gegenstand. Die Mathematik an sich wird dargestellt. Es gibt auch den Begriff Ästhetik als Vermittlung. Dass man im ästhetischen Bereich
tatsächlich durch Ästhetik vermitteln will. Von Barton Brock gibt es auch ein Werk hierzu, Ästhetik als Vermittlung, wieder Verweis auf die Literaturliste. Da wird auch beschrieben, wie man mit Ästhetik tatsächlich lehren kann. Und das ist hier auch unter anderem gemeint. Der goldene Schnitt ist ein Seitenverhältnis, das Sie hier auch vielleicht in den Hemden haben. Das ist das Verhältnis 1 zu Wurzel 2. Das heißt, wenn die eine Seitenlänge 1, die Länge 1 hat, ist die andere Wurzel 2, also 1,414 ungefähr lang. Das hat eine Bedeutung. Wenn man, also die DIN-Blatt-Normen sind im goldenen Schnitt ausgeführt. Wenn Sie das Blatt an der Längenseite halbieren oder durchschneiden, bekommen Sie DIN A5, wenn Sie von einem DIN A4-Blatt ausgehen. Wenn Sie das halbieren wieder, bekommen Sie DIN A6. Und so weiter bis DIN A10, glaube ich, und bis dann kann man es eh nicht mehr. Es ist, glaube ich, etwas zu klein. Das Größte ist DIN A0, soweit ich weiß, aber man könnte sich das natürlich beliebig auch weiterdenken. Der goldene Schnitt wurde auch in der Antike bereits als ein, eben aufgrund dieser Eigenschaft, als ein heiliges Verhältnis gesehen. Man sah darin auch irgendeine göttliche, einen göttlichen Willen, einen göttlichen Grundgedanken, den es vielleicht geben mag, den man vielleicht sehen mag, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man drauf ist. Ich bin sehr offen, ich lade übrigens auch zur Offenheit ein gegenüber verschiedenen Vorstellungen. Ich habe keinen Zweifel, dass sie das sind, aber ich sage das immer ganz gerne. Auch die verrücktesten Ideen haben oftmals ein bisschen Weisheit und ein bisschen, ja, auch Klugheit in sich. Der goldene Schnitt soll also ein heiliges, schönstes Verhältnis sein. Und bis heute wird oftmals auch noch gelehrt, der goldene Schnitt würde von Menschen als Seitenverhältnis, als am harmonischsten und schönsten wahrgenommen. Es wird immer wieder noch gelehrt. Dazu muss ich sagen, es ist leider falsch. Dazu gibt es Untersuchungen mittlerweile, die belegen, dass der goldene Schnitt nicht sonderlich viel häufiger als schöner angesehen wird als andere. Das ist hochgradig individuell. Das war in der frühen Neuzeit anders, weil alles im goldenen Schnitt aufgeteilt war und deswegen die Menschen den goldenen Schnitt als gewöhnlich, also als normal empfanden und deswegen fanden sie den schöner. Aber es ist nicht naturinhärent so, dass der goldene Schnitt wirklich das schönste Verhältnis sein muss. Aber wie gesagt, hier sieht man wieder einen Zusammenhang zwischen Mathematik, zwischen Philosophie und der Wahrnehmung, die auch wieder in der Kunst zu Hause ist. Martina Schettinas Arbeiten umfassen sehr viele mathematische Systeme, zum Beispiel auch ein Bild über die Penrose-Parkettierung und auch andere Systeme. Da kann ich Ihnen nur empfehlen, sich mal die Arbeiten ihrer Webseite anzusehen, die sind sehr interessant und mit ein klein wenig Wikipedia-Recherche kann man gewisse verschiedene Systeme, falls man sie nicht kennt, auch nochmal nachsehen. Es ist nur empfehlenswert. Ach, ich kann noch eins dazu sagen, Kunst und Mathematik zu diesem Thema. Konrad Paul Liessmann schrieb einmal, Kunst und Mathematik hatten schon immer eine verschwiegene Komplizenschaft. Also ich bin nicht der Einzige oder Erste, der solche kühnen Behauptungen von sich gibt. In der Kunst findet man die Technik häufig heutzutage. Namyun Paik beispielsweise ist einer der Künstler, welcher die Medien- und Videokunst, ich würde sagen, fast begründet hat. Sicherlich nicht allein, aber er war einer der Ersten, die Medien- und Videokunst gemacht haben. Sie müssen sich denken, in der Medientechnologie steckt unheimlich viel Mathematik. Ohne Mathematik könnten Sie natürlich auch keine Fernseher und Monitore und Roboter und sonst etwas haben. In der technischen Kunst ist die Mathematik also schon inhärent vorhanden. Man kann technische Kunst ohne Mathematik gar nicht machen. Oder man kann sie nicht, oder die Teile davon mindestens, können gar nicht existieren. Namyun Paik hat auch etwas gemacht, das ich persönlich sehr, sehr, sehr schätze. Er hat nämlich die Technik nicht als etwas Böses dargestellt, wie es in der Kunst gerne passiert. Die Technik wird gerne verteufelt, insbesondere von Leuten, die die Technik intensiv nutzen. Das ist, sage ich mal, für einen Ingenieur fast schon beleidigend.
Daher gefällt mir persönlich seine Arbeit auch sehr, weil er die Kunst, weil er die Technik häufig, nicht immer, aber sehr, sehr häufig als freundlich und nett darstellt. Ich will auch dieses Werk nicht hier in diesem Zusammenhang nicht interpretieren. Ich lade Sie ein, sich selbst zu denken, was damit wohl gemeint werden könnte. Und gerne können wir auch darüber diskutieren. Gerade bei solchen Dingen übrigens ist es auch sehr, sehr interessant, schön und lehrreich, wenn man unterschiedliche Meinungen zu einem und demselben Kunstwerk hat. Also überall steckt Mathematik drin. Mathematik steckt natürlich in aller Technik. Im Faustkeil steckt sie drin, aus der Steinzeit, in der Hightech, aber auch in den Kleidern. Überall steckt Mathematik drin. Und wenn vielleicht in der Frühzeit dann noch nicht so formalisiert, bereits die antiken Griechen unter Pythagoras beispielsweise haben sehr viel Mathematik betrieben, ohne vernünftige Zahlen zu haben. Den Arabern sei es gedankt, dass wir heute ein Zehnersystem haben. Aber auch die haben es bereits häufig verwendet. Also alles, was mit Computern gemacht wird oder auch nur hergestellt wird, ist per se mathematisch. Das heißt, selbst ein handgestrickter Pullover ist natürlich mathematisch, wenn auch nur der Farbstoff mit einem Tanklastwagen irgendwo hertransportiert worden ist. Es ist alles, die Mathematik steckt überall drin. Ein Beispiel, das ich sehr liebe, ist das Projekt BIOS Bible. Das wurde von der Künstlergruppe Robot Lab gemacht. Und das handelt sich hierbei um einen industrieüblichen Roboter, den man in vielen Fabrikhallen finden kann. Wird hergestellt von der deutschen Firma KUKA. Und er ist zum Beispiel dazu da, zu schweißen oder zu montieren und solche Dinge. Oder auch in gefährlichen Umgebungen gefährliche Gegenstände zu handhaben. Diesen Roboter hat die Künstlergruppe Robot Lab, die besteht aus Martina Heitz, bevor ich hier die falschen Namen sage, muss ich es nochmal nachsehen. Jan Zappe, Martina Heitz, Jan Zappe und Matthias Gommel, Verzeihung. Die haben einen Roboter programmiert und verschiedene Projekte damit gemacht. Eines davon will ich hier noch ein bisschen vorstellen, also um zu zeigen, Mathematik, Kunst und Technik können sehr, sehr wohl miteinander sehr gut harmonieren. Und sie sind, muss ich sagen, sie passen auch wundervoll zusammen, gerade in diesem Bild. Wenn man denkt, das Schöngeistige und das Natürliche oder Naturwissenschaftler sei grundverschieden, dann sage ich, nein. Nicht hier, besonders nicht hier. Dieser Roboter schreibt in mehreren Wochen bis Monaten Zeit handschriftlich und in Kalligraphie die Bibel. Der Roboter schreibt die Bibel und zwar mit einem Füllfederhalter. Das Schöne daran ist, dass der Name bereits auch auf die Bedeutung schließen lässt. BIOS, Bible, spielt an auf den Chip namens BIOS. Ein gewöhnlicher Computer hat einen Chip, den man BIOS nennt. Und der ist dazu da, den Startvorgang eines PCs zu starten und zu verwalten. Das heißt, wenn Sie einen PC einschalten und dann irgendwann Ihr Betriebssystem kommt, hat zuvor dieser BIOS-Chip seine Arbeit verrichtet. Der Name spielt dadurch an auf den Anfang der Bibel, nämlich bei Goethes Faust kann man auch nachlesen, am Anfang war das Wort und Gott sprach. Also den ersten Teil des ersten Teils, nämlich das Buch Genesis, wird hier zitiert. Das Logos ist das Wort des Wissen, wird diskutiert im Faust. Das Wort des Wissen, vielleicht die Kraft, die Weisheit. Logos ist auch der Ursprung des unseren Begriffs Logik. Und damit auch hier in einem sehr schönen künstlerischen Zusammenhang dargestellt. Natürlich wird hier nicht nur der Text geschrieben, sondern auch eben in einer schönen Schrift das Ganze von einem logischen Roboter geschrieben.
vom Logos, vom Ursprung allen Seins, nach diesen Vorstellungen. Also dieser Zusammenhang ist nach meinem Empfinden wunderschön. Was man auch machen kann, da sind wir bei meiner Arbeit angekommen, ist, das ist übrigens nicht ein Fehler, das muss unten rechts so weiß sein. Was ich gerne sagen möchte ist, Mathematik ist zunächst mal oder besitzt zunächst mal eine gewisse Ästhetik. Also Ästhetik als Wissenschaft der Wahrnehmung. Mathematik hat in sich selbst eine gewisse Aussage, eine gewisse Ästhetik, die da ist, auch wenn man die Mathematik nicht versteht. Deswegen habe ich mich mal hingesetzt und mich gefragt, ob man denn nicht einmal die Mathematik, die Ästhetik, die in einer mathematischen Formel, in einem Term steckt, nicht sichtbar machen kann für jene, die sich mit Mathematik nicht auskennen. Vielleicht kann man die Schönheit der Mathematik einem Menschen zeigen, der diesen fachlichen Hintergrund nicht besitzt. Und das war meine Arbeit, die ich in diesem Zusammenhang gemacht habe. Das ist ein Modell, das aus einem mathematischen Term, der ist abhängig von zwei Variablen, x und y. Sie kennen das aus den Koordinatensystemen, Sie haben x und y. Und aus diesen zwei Koordinaten, in diese zwei Koordinatensysteme werden Zahlen in irgendeine Formel eingesetzt und diese Formel liefert eine Zahl heraus. An einer Stelle x gleich 1, y gleich 2 oder so kommt dann eine Zahl heraus und diese Zahl ist eine Farbe. Die Zuordnung der Zahl zur Farbe ist beliebig. Man kann sagen, die 0 ist die schwarz und die 100 ist weiß. Und 50 ist grau und 75 ist hellgrau zum Beispiel. Jetzt kann man dieses Koordinatensystem x und y durchgehen. Ja, 1, 2, also Punkt 1, 1, Punkt 1, 2, Punkt 1, 3, Punkt 1, 4 und so weiter und so fort. Alle Punkte in dem Koordinatensystem in einem gewissen Bereich und dann Zahlen ausrechnen. Und diese Zahlen, die herauskommen, werden wie gesagt Farben zugeordnet und daraus kann dann ein Bild entstehen. Und die Schwierigkeit daran ist jetzt, eine Formel, einen Term herzustellen, aufzubauen, zusammenzusetzen, der am Ende dann auch wirklich einen schönen oder einen ästhetischen, nicht ein schönes, mache ich den Fehler selber gerade, einen ästhetischen Wert hat. Wie hoch der ästhetische Wert ist, man kann das fragen, aber es lässt sich nicht eindeutig sagen. Übrigens, Max Bense meinte ja auch, ein ästhetisches Maß der Dinge finden zu können. Er hat eine Formel entwickelt, mit der er aus seiner Sicht das Maß der Ästhetik in einem Kunstwerk messen wollte. Wir wissen heute gibt es fast einhellig die Meinung, dass das nicht so wirklich funktioniert. Aber die Mathematik hat dann trotzdem wieder der Kunst geholfen, nämlich diese Formel wurde von einem Schüler übernommen, namentlich Claude Shannon. Die Techniker unter Ihnen werden diesen Namen schon gehört haben. Claude Shannon ist einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Informationstechnik, der Informatik, der Elektrotechnik, der Signalverarbeitung. Und Benses Formel findet man heute wieder in Claude Shannons Informationsentropie. Informationsentropie müssen wir auch nicht breittreten. Ich sage Ihnen nur, Informationsentropie ist unheimlich wichtig beim Empfang zum Beispiel von Mobilfunksignalen. Wenn Sie eine schlechte Verbindung haben oder sowas, das hat mit der Informationsentropie zu tun. Also Informationsentropie heißt, wie viel Information steckt in einem Signal drin. Ja? Das heißt, aus der kunsttheoretischen Überlegung haben wir heute eine Formel gefunden, die tatsächlich für die Technik, eine mathematische Formel gefunden, die für die Technik von großer Bedeutung ist. Also das mobile Internet beispielsweise oder beim Aufbau von Netzen für das mobile Internet, für die mobile Telefonie, spielt die Informationsentropie eine große Rolle. Vielleicht noch zum Begriff der Entropie. Die Entropie heißt sehr kurz gesagt oder ist ein Maß für die Unordnung. Ist auch ein fundamentaler Wert. Wenn wir schon wieder an Pythagoras denken, der Sinn des Lebens, der Ursprung, das Fundament der Welt, die Entropie ist tatsächlich etwas, das immer zunimmt, nämlich das Maß der Unordnung nimmt immer zu.
Also haben die Physiker herausgefunden, dass alles immer nur noch chaotischer wird. Das ist schön. Das ist ein schöner Begriff, finde ich. Zum Thema Logik. Wir haben ja das Wort Logos. Das Wort Logos, das ja eben heißen kann Logik oder auch Lehre oder Wissen oder was auch immer. Dazu muss man auch sagen, dass Mathematik auf keinen Fall kalte Berechnung ist oder herzlose Rationalität. Die Mathematik ist, glaube ich, die irrationalste aller Wissenschaften, weil sie ja keine Naturwissenschaft ist, sie kann es auch sein, weil sie keine Naturwissenschaft ist, also keine Ratio befolgen muss, sondern weil sie ja selbst das Irrationale definiert. Es gibt unendlich viel mehr irrationale Zahlen als rationale Zahlen. Übrigens gibt es in der Mathematik auch die Chaostheorie. Das würde etwas zu weit führen. Aber jedenfalls, Mathematik als kalte, berechnende Logik zu bezeichnen, tut dem ganzen Ding etwas Unrecht. Mathematik, Kunst und Film sieht man natürlich auch. Also die Filmkunst ist natürlich auch etwas, das viel diskutiert wird. Und heute haben wir eine wundervolle Möglichkeit, also Filmkunst mit Mathematik noch oder mit Mathematik zu machen, nämlich durch die Computergrafik. Die Computergrafik ist nichts anderes, oder eine Computergrafik, die Sie in einem Film sehen, ist nichts anderes als eine Milliarde und Abermilliarden und nochmal Abermilliarden von ausgeführten Rechnungen, die am Schluss zu farbigen Bildern führen. Ja, hier sehen Sie noch weitere Bilder. Man kann jede beliebige Form, jede beliebige Farbe herstellen mit Mathematik. Man kann sie, ja, man kann. Man ist nicht eingeschränkt. Und man muss auch sagen, dass die Logik der Mathematik eben manchmal auch ein bisschen unlogisch sein kann. Also man kann auch wunderschönes Durcheinander mithilfe von Mathematik machen. Das ist zum Beispiel, dieses Bild habe ich im Rahmen eines Kurses zur kybernetischen Ästhetik an der Uni Freiburg gemacht. Die kybernetische Ästhetik beschäftigt sich viel auch mit diesen Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen, geht auch noch ein wenig darüber hinaus. Wenn Sie Interesse daran haben, können Sie gerne auch mich noch ansprechen zur Diskussion. Dann kann ich gerne noch etwas mehr darüber erzählen. Das ist Rips in Space. Auch eines der Bilder, die man eben rein mit Mathematik machen kann. Ich möchte noch anmerken, dass es hier sich nicht um Fraktale handelt. Wenn Sie das Wort vielleicht schon mal gehört haben, Fraktal, wenn nicht, ist auch recht, aber sind keine Fraktale. Auf keinen Fall. Und es sind auch nicht zufällige Strukturen und Formen, sondern die sind schon bewusst hergestellt. Es ist nur die Schwierigkeit, eben einen Term zu finden, der eben etwas macht, was man eigentlich auch will. Aber Sie können sich denken, wenn Sie die Sinuskurve kennen, ja, sie geht hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter, dann können Sie sich vielleicht bildlich vorstellen, es wird hell, es wird dunkel, es wird hell, es wird dunkel, es wird hell, es wird dunkel. Wenn man das so mit dieser Methode, die ich Ihnen hier kurz angedeutet habe, so umsetzt. Das geht natürlich nicht nur mit hell und dunkel, sondern auch mit Rot und Blau und Schwarz und allen anderen Farben. Falls Sie wollen, kann ich gerne noch ein Gedicht vorlesen, das ich zu diesem Thema geschrieben habe. Es ist auf Englisch. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Es dauert auch nicht so lange. Ich würde es aber gerne tun, weil es eigentlich re recht viel sagt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Also wichtig ist mir, dass Sie mitnehmen, wäre mir, dass Sie mitnehmen, dass die Kunst und Mathematik ja wirklich zwei alte Freunde sind, vielleicht sogar auch Brüder und Schwestern, denn sie entstammen ein und demselben Ursprung, nämlich dem menschlichen Denken. Sie sind künstliche Konstrukte und das ist keine Wertung. Ja? Etwas Künstliches ist ja etwas aus der Kunst Geborenes. Deswegen muss es nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sein. Aber es ist ein erdachtes System. Zur Mathematik gibt es auch noch ein weiteres Buch, Gödel, Escher, Bach von Douglas Hofstetter. Ein ganz berühmtes Buch. Und da wird auch gezeigt, wie man beispielsweise ein logisches System machen kann, wie die Mathematik, das aber nicht die Mathematik ist, sondern einfach anderen Regeln folgt.
Das ist etwas fortgeschrittener, aber doch außerordentlich interessant. Also, Mathematik entspricht dem menschlichen Denken. Sie beide sind tief verwurzelt im menschlichen Wesen, auch in jenem, die sich der Kunst oder der Mathematik zu entziehen versuchen. Also ohne Technik, ohne Mathematik kann der heutige Mensch so nicht leben, wie er momentan lebt. Die Mathematik kann mindestens aus der Steinzeit, mindestens aus der Technik nicht weggedacht werden. Und der Mensch kommt bereits seit der Steinzeit ohne Technik nicht aus. Dabei ist die Kunst als Mittel zur Kommunikation mit der Umwelt, der Gesellschaft oder vielleicht auch mit den Göttern ebenfalls allgegenwärtig. Schon in alter Zeit gingen sie Hand in Hand und bis heute hat sich das nicht geändert. Also man darf sie nicht als Gegensätze betrachten, sondern als Komplimente, als zwei alte Freunde. Und jetzt wollte ich zum Abschluss gerne noch das Gedicht vorlesen und lade Sie ganz herzlich ein, danach mit mir zu diskutieren. Über die Kybernetik können wir dann noch sprechen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir etwas mehr Zeit für die Diskussion offen lassen. Also ich kann sonst noch eine Viertelstunde über Kybernetik Nein, reden, nein, machen aber Sie so, wie Sie gedacht haben. okay, wunderbar. Alles klar, gut. Also, there is no higher order than chaos. Yet chaos eludes meaning. Also, chaos is systemic. Out of systems, meanings emerge. Out of numbers, colors emerge. Numbers tell stories of the will of the gods. Yet numbers are liars. So there can be only lies. Art means lying. Art is chaos. Chaos is meaning. Thus saith the gods. Matrix. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank.